Hi Leute, es geht weiter mit Among the Sleep. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, was mit der Mama ist. Wie ihr seht, nehme ich gerade im Anschluss auf und ja, die heult jetzt hier und irgendjemand hat geklopft. Ja, ich komme ja schon. Ich gehe jetzt in den Flur und mache hier die Tür auf und will wissen, wer da klopft. Wir gehen mal raus. Die Mutter ist voll gemein, schubst ihr eigenes Kind weg. Sind wir doch ein Mädchen? Ich dachte, wir wären ein Junge. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Ja, das war Mami. Mami, der böse Geist, hat den Teddy weggerissen und keine Ahnung. Ach, das Spiel ist vorbei. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich rangehangen an den letzten Part. Check ich nicht? Was war denn das für ein Ende? Hä? Ey, jetzt schmeiß ich den Controller hin und weiß auch nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Also die Mutter hat sich irgendwie betrunken. Die war irgendwie voll scheiße oder voll Depri oder ich weiß auch nicht. Kapiere ich nicht. Und irgendein Mann war da aber. Und ich glaube, sie wollte irgendwie nicht, dass er das Baby wegnimmt, aber wahrscheinlich, weil die Mutter vielleicht auch irgendwie ein bisschen krank ist oder so. Vielleicht war der Papa gar nicht so schlimm. Und der hat dann gerade gesagt, hey, was ist mit dem Arm passiert? Den nehmen wir wieder ran. Also den vom Teddy natürlich. Aber das Baby ist ja voll auf sich alleine gestellt gewesen und das kapiere ich nicht. Tut mir jetzt leid, dass das irgendwie nur gerade so das Ende ist. Es geht jetzt auch nur 3 Minuten lang oder so. Ich lasse jetzt die Credits durchlaufen mit den 1000... A-Namen, Adam, da haben ganz viele Adams mitgespielt und auch ganz viele Bs und Cs und Ds. Und ja, also ich fand das Spiel sehr spannend eigentlich, weil man sich halt die ganze Zeit fragt, was ist denn los hier? Was ist mit dem Baby? Warum stellt er sich das vor? Wovor hat er Angst? Ich hätte ja fast immer noch gedacht, dass da später, dass der Teddy halt voll gemein ist oder so. Oder weiß ich nicht, dass da doch noch irgendwas kommt, aber ich bin ein bisschen perplex jetzt, dass es so schnell war mit dem Ende. Vielleicht steckt da auch mehr hinter, als ich das jetzt gerade kapiere. Also wegen irgendwas muss ja die Mutter auch so sauer oder depressiv sein. Vielleicht klappte das mit ihrem Mann nicht mehr, also dem Vater von dem Baby, ich weiß es nicht. Und ich dachte auch die ganze Zeit, das wäre ein kleiner Junge. Weiß ich jetzt auch nicht. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare euren Senf, was ihr denkt über Among the Sleep, über das Baby, über die Mami, über das Setting. Ich fand, das war mal ein ganz anderes Horrorspiel, aus der Sicht eines Babys ein Spiel zu sehen oder die Welt zu sehen, dann auch noch gruselig. Ich fand die Musik gut, die jetzt auch ist. Ich fand den Geist gemein und böse. Also es hat jetzt nicht so einen totalen Horrorpegel für mich gehabt, so oh mein Gott, so wie bei Silent Hill so, dass ich weiß ich nicht, 2 Parts spielen, dann kann ich einfach nicht mehr. Aber es war doch schon gegen Ende, als der Geist dann kam, so dieses, boah, jetzt will ich es aber auch schaffen und bitte kriegt mich nicht. Aber es war fair aufgebaut, das Spiel, sodass man es eigentlich auch noch schaffen kann. Es war manchmal ein bisschen verwirrend, wo man eigentlich hin soll. Wo ist eine Schublade? Wo soll ich draufklettern? Ist das jetzt die Tür oder welche Klappe habt ihr zwischenzeitlich gesehen? Aber alles im machbaren Bereich, sag ich mal, wenn man halt ganz schnell es schaffen will, verirrt man sich vielleicht auch mal. Für ein Let's Play ist das halt immer was anderes, aber wenn man alleine spielt, dann guckt man sich vielleicht auch noch mehr um und dann spielt das keine Rolle. Es sei denn, man wird halt gerade verfolgt von dem Geist und dann hat man Pech. Süß war auch, dass man Teddy zum Leuchten bringen konnte. Teddy hat uns den Weg mit seiner Leuchtkraft gewiesen und auch das war sehr schön gemacht. Nur das Ende war mir jetzt etwas zu abrupt und abgehakt, weiß ich auch nicht. So, jetzt möchte ich das Ganze hier aber beenden, weil ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen habe und das Bild bleibt wieder stehen. Genau. Ja, Kapitelauswahl. Dann das Finale und die Credits. Gut. Tja, das weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand das so
mittelgut eigentlich das Spiel. Also ich fand es auf keinen Fall schlecht und es war auch gruselig und es war einfach mal was anderes und es war auch nicht so lang, was ich auch immer schön finde. Also es muss für mich nicht immer tierisch lang sein. Wenn es einfach eine schöne, gruselige Kurzgeschichte ist, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und da das eher so ein Indie-Spiel ist, auch völlig in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst mir einen Daumen hoch oder so, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Ich spiele ja immer irgendwas gerade. Facecam-Projekt. Weiß ich jetzt nicht, wann das nächste kommt. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Teddy und ich, wir verabschieden uns und wünschen euch alles Gute. Komm, komm zu mir. Mach dir keine Sorgen. Alles wird wieder gut. Ja. Pass auf, so was Schreckliches habe ich noch nie erlebt. Mami ist ganz schön böse geworden. Naja, tschüss.